Hallo und herzlich willkommen mit dem BMW 2er Grand Coupé. Ja, das steht nirgends drauf, ist aber so. Steht nirgends drauf und das Auto unterscheidet sich auch wesentlich von dem 2er, den wir bisher kannten. Ja, er hat nämlich 4 Türen. Ich finde ja, es ist kein Coupé, wenn 4 Türen drinnen sind. Darüber lässt sich streiten und außerdem steht auf der Plattform des 1ers, ist aber 3.600 Euro teuerster 1er. Ja, dafür 4.300 Euro billiger als die 3er Limousine. Was das Auto besonders auszeichnet, ist, dass wir wieder mal die schwächste Motorisierung genommen haben. Dafür in der besten Ausstattung, lieber Dodo. Ja, im M-Performance-Paket und da kriegt man auch diese wunderschönen großen Bremsen hinter diesen ebenfalls sehr üppigen Rädern. Was mir optisch auch sehr gut gefällt, sind die neuen LED-Scheinwerfer. Ja, und das Heck ist auch etwas Besonderes. Es erinnert nämlich an den X4. Und was mir am Heck ebenfalls sehr gut gefällt, ist, er hat noch einen richtigen Auspuff. Ein schönes, großes Rohr, keine Zierblende. Dafür hat das Heck was anderes nicht, und zwar den Antrieb, Dodo. Der ist nämlich hier vorne, Frontantrieb. Ja, Frontantrieb, weil eben 1er Plattform hier mit 140 PS und nur 3 Zylindern. Und insgesamt muss man sagen, sieht dieses Auto sehr sportlich aus. Was uns nicht so wirklich gefällt, ist das hier. Autsch, das klingt irgendwie ein bisschen blechern. So, und weil es ja ein Viertürer ist, machen wir jetzt selbstverständlich noch den Sitztest. Burgi? Ich quetsche meinen Lauchkörper wieder mal da rein. Komm, ich quetsche mich mit dir rein heute. Ah, schön, dass du deinen Rucksack da noch drinnen hast, Burgi. Ja, Kniefreiheit passt eigentlich ganz gut, Kopffreiheit. So lala. Ja, also mit unseren 1,81 und 1,80 ist da, ich kann nicht mehr sagen, nicht mehr viel Luft über dem Scheitel, sondern man steckt mitten im Dachhimmel. Ja, zumindest ein bisschen Luxus hat man hier hinten. Ich kann es leider nicht runterklappen, weil ich keine Ellbogenfreiheit habe dafür. Oh, 2 Becherhalter. Tolle Mittelarmlehne. Was mir noch aufgefallen ist, vorne gibt es einen USB-Anschluss und dafür hinten 2 USB-C, also die kleineren Anschlüsse. Ja, trotzdem, ehrlich gesagt, länger will ich hier jetzt nicht mehr hinten drin bleiben. Lass uns wieder aussteigen. Ja, und vorne hinsetzen. Zu meiner völligen Überraschung musste ich gerade feststellen, dass dieses Auto keine Schaltpedals hat. Und das ist schon das M-Paket, Dodo. Ja, das M-Paket, aber das macht ihn noch lange nicht zu einem echten M. De facto sind wir hier sogar mit der schwächsten Version des 2er Grand Coupé unterwegs. Ja, der Dodo kritisiert mich in letzter Zeit immer, weil ich die Basisvarianten von den Autos organisiere. Ist ein Kunststück, geht nicht bei jedem Auto. Aber bei diesem hier ging es leicht, weil die Auswahl war ja überschaubar. Ja, wir sitzen im BMW 218i Grand Coupé, immerhin mit Automatik, also wir könnten schon noch ein bisschen downgraden, Dodo. Ja, stimmt, es gibt nämlich tatsächlich in der Basis eine manuelle 6-Gang-Schaltung. Wir haben hier ein Doppelkupplungsgetriebe, ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, aber nochmal zurück zur Motorenpalette. Es gibt noch einen 306 PS Benziner, den 235iX. Und es gibt noch einen 190 PS Diesel. Ja, 140 PS müssen in unserem 218er hier ausreichen und auch das Drehmoment ist überschaubar. Es sind 220 Newtonmeter Drehmoment. Aus einem 1,5 Liter Dreizylinder. Ja, und damit ist unser Einstiegs-2er Grand Coupé auch erheblich langsamer als der Diesel. Der braucht 7,5 Sekunden auf 100 und wir hier brauchen 8,7. Finde ich eigentlich noch immer in Ordnung. Wirklich schwer ist das Auto ja nicht und es ist auch gar nicht so viel schwerer als der 1er. Ja, richtig. Wir haben hier 1350 Kilo und haben damit 30 Kilo mehr Gewicht als im 1er mit dem vergleichbaren Motor. Apropos Motor, Dodo, das rattert ein bisschen, wenn man draußen vor der Türe steht. Ja, das ist der typische 1,5 Liter BMW Dreizylinder-Motor. Ja. Den gibt es in anderen Autos auch mit wesentlich mehr Leistung, in Wahrheit. Oh ja, ja, ja. Sprichst du den i8 an? Zum Beispiel, ja. Angeblich ist auch ein Technologietransfer vom BMW i3 passiert hierher.
Wie hat denn der bitte stattgefunden? Tja, ich weiß es nicht. Carbon habe ich keins gefunden. Vielleicht diese BMW-Niere. Weil du jetzt gerade Carbon angesprochen hast, ja, der Materialmix ist nicht wirklich super exotisch. Es gibt einige Leichtbaukomponenten, zum Beispiel die Motorhaube und auch die Heckklappe, die sind beide aus Aluminium. Grundsätzlich besteht das Chassis aus hochfesten Stählen. Und weil du vorhin den 1er angesprochen hast, dieses Auto soll ja hauptsächlich in Amerika verkauft werden. 20% der 2er Grand Coupés sollen dorthin gehen. Und in China, dort sollen 15% der 2er Grand Coupés hingehen. Und lustigerweise in Amerika ist das ja auch der Einstiegs-BMW. In der Länge ist er natürlich schon erheblich gewachsen. Wir haben hier ein Auto, das 4,53 Meter lang ist, habe ich das richtig gesagt? Das hast du dir richtig gesagt. Ich glaube 4526 mm, wenn wir ganz genau sind. Wahnsinn, du Nerd. 1,80 breit, also wieder mal ein Gardemaß sozusagen. Danke. Wie hoch ist er? 1420 mm ist er hoch und damit um einen Millimeter flacher als der normale 1er. Er ist dafür um einiges länger als der 1er, das sind fast 20 cm. Und er ist auch 4 mm breiter als der 1er. Und ganz kurios fällt er sich beim Radstand, da sind es 2670 mm und das ist aber weniger als der 1er hat. Richtig, der 1er ist 20 mm länger beim Radstand, interessanterweise. Und obwohl hinten die Kopffreiheit überschaubar ist, ist zumindest die Kniefreiheit besser als die im 2er Coupé. Ja, das ist aber auch keine Kunst, oder? Das sind 33 mm mehr. Man sitzt 12 mm höher als im 2er Coupé. Und trotzdem hat man 14 mm mehr Kopffreiheit. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Das hast du richtig gesagt, Dodo. Es schaut von hinten auch irgendwie so aus. Er steht ein bisschen stelzig da, wenn man von hinten ansieht. Ich finde ja, dass das Auto von hinten ein bisschen aussieht wie ein zusammengequetschter X4. Und das ist nicht unbedingt, sage ich mal, jetzt ein Kompliment. Ja, da hast du recht. Das liegt an den Leuchten. Diese dreidimensionalen Heckleuchten, die sind so geschlitzt über den Heckdeckel. Ja, das muss man mögen. Von vorne gefällt er uns dafür eigentlich recht gut. Über die Proportionen kann man noch ein bisschen streiten. Und dass ein Coupé viertürig sein soll, das ist mir auch nicht ganz geheuer. Aber du hast vorhin das Licht angesprochen. Vorne gibt es ja serienmäßige LED-Scheinwerfer. Das ist richtig, Dodo. Auf Wunsch auch adaptiv. Genau. So, und jetzt stehen wir hier an der Ampel und können mal das wunderschöne Interieur bewundern. Ja. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht viel Neues, muss man ehrlicherweise sagen, Dodo. Nicht viel Neues, aber ich finde, in Anbetracht des Preises ist es ein schönes Interieur und ich finde, es fühlt sich wertig an und es ist ganz gut verarbeitet. Man muss fairerweise aber zusagen, wir sitzen im M-Sportpaket-Modell. Ja? Das stimmt. Diese schönen Zierleisten hat man vielleicht in der Basis nicht. Und die schöne dicke Wurst. Ja. Die gibt es eigentlich auch nur da in dem Paket. Die Sitze sind eigentlich auch sehr nice. Die sehen extrem sportlich aus. Fast schon ein üppiger Seitenhalt für ein Auto mit nur 140 PS. Und einer Höchstgeschwindigkeit von 215 km/h. Oh, es geht weiter. Ich schalte gleich mal auf Sport. Huiuiui. Ja, die Launch Control haben wir hier leider nicht. Die gibt es nur im Topmodell, im 235iX. Den hätte ich überhaupt lieber gehabt, um ehrlich zu sein. Ja, aber weil wir vorhin gesagt haben, das Auto geht 215 km/h. Und lustigerweise, der Spurverlassenswarner geht ja fast bis zur Höchstgeschwindigkeit. Ja, richtig, der geht bis 210 km/h und der optionale Spurwechselassistent, der geht sogar bis 250 km/h. Also Dodo, Rückenwind und Heimweh einschalten bitte. So, ich steige jetzt mal vor rein. Oh, oh. Puh, ja, auf Volllast reagiert die Automatik etwas zögerlicher, als ich das jetzt von einem Doppelkupplungsgetriebe erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Da hinken die Fahrleistungen dem sportlichen Aussehen ein bisschen hinterher bei diesem Auto. Es ist ja die gleiche Plattform wie der 1er und das bedeutet ja auch, dass es ein Fronttriebler ist. Ja, das sehen nicht alle mit positiven Gefühlen. Vor allem die BMW-Community hat sich ja sehr darüber ausgelassen, dass der 1er ein Fronttriebler geworden ist. Mhm. Ja, das ist aber trotzdem kein schlechtes Auto jetzt. Es fährt sich trotzdem nicht schlecht. Nein, das Fahrwerk ist sehr straff, gerade jetzt im Sportmodus ist es wirklich ausgesprochen straff abgestimmt. Ich mag dieses BMW-Lenkrad, ich finde, das fühlt sich wunderbar an, muss ich ganz ehrlich sagen. Lenkung, ja, ist jetzt nicht super direkt, um ganz ehrlich zu sein. Rückmeldung ist auch nicht spitzenmäßig. Aber in der Kurve hält er, da kann man nichts sagen.
dass BMW Fronttriebler machen kann, haben sie ja schon bewiesen, dass sie den Mini auf die Straße gestellt haben, muss man fairerweise sagen. Ja. Wenn man einen Hecktriebler haben will, dann muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ja, muss man den Dreier nehmen. Na, richtig, und da ist der Unterschied ja eigentlich nicht ganz so groß. Ja. Er ist immerhin 18 Zentimeter länger. Ja, aber preislich ist nicht so viel um. Also, ach so. Bei 4.300 Euro Aufpreis. Und dafür kriegst du aber dann auch in 318er einen Zylinder mehr. Ja, das stimmt, Dodo. Da kriegst du 4 Zylinder und sogar mehr PS. Du hast dann 156 PS unter der Haube. Also du kriegst quasi 18 cm mehr Länge. Wir wissen alle, 18 cm ist sehr viel. Du kriegst 16 PS mehr und du kriegst einen Zylinder mehr für die 4.300 Euro. Und was du auch kriegst, ist tatsächlich ein bisschen ein größerer Kofferraum. Ja, das stimmt. Wir haben hier 430 Liter Kofferraum, was gar nicht so schlecht ist. Das ist zumindest wesentlich mehr als der 1er. Der hat, glaube ich, fast 360. Ja, richtig, oder? Und der 3er hat 480 Liter, also die Limousine. Oh, okay. Weil du vorher das Sportfahrwerk angesprochen hast. Wir haben eben das M-Paket, da liegen wir 10 mm tiefer als normal. Ja, wir haben jetzt vorhin schon kurz angefangen, die Assistenten anzusprechen. Der Spurverlassenswarner geht eben bis 210 km/h. Und ansonsten, in der Basis ist ja eigentlich nur ein City-Notbremsassistent noch dabei. Dafür kann man zum Beispiel auch optional einen Stauassistenten sich gönnen. Ja. Der fährt dann von allein wieder weg nach einem völligen Stillstand. Und apropos alleine fahren, auch eine Ausparkautomatik ist verfügbar. Ja, richtig. Die merkt sich die letzten 50 Meter und kann die Linie genau zurückfahren. Das mit einer Geschwindigkeit von bis zu 9 km/h. True story, true story. Jetzt, wo wir über 100 km/h auf dem Tacho stehen haben, hört man es ein bisschen pfeifen da. Es sind ja doch rahmenlose Scheiben da. Ja, auch die Abrollgeräusche sind gar nicht so ohne. Kurvenlage, ja, man möchte fast sagen, das Chassis ist ja heillos unterfordert mit diesen 140 PS. Eine elektronische Differentialsperre hat es. Allerdings muss man dafür das DSC ein bisschen deaktivieren. Ja, dieses System heißt BMW Performance Control und funktioniert eben seltsamerweise, zumindest laut Pressetext, nur mit ausgeschaltetem DSC. Ich finde, das Auto ist eine etwas seltsame Mischung, ehrlich gesagt. Dieses relativ straffe Fahrwerk und dann dieser nicht gerade sportliche Motor gepaart mit einem Doppelkupplungsgetriebe, das auch nicht so schnell reagiert, wie ich das jetzt erwartet hätte. Und ohne Schaltwippen. Das ist irgendwie eine etwas kuriose Kombination, ja, finde richtig. Ich. Ja, ist mehr Schein als Sein. Dieses Chassis verträgt mehr Power. Ich denke, das sind die anderen Motorisierungen dann doch die bessere Wahl. So, Burgi, ich glaube, es wird Zeit, dass du auch in den Genuss des Zweier-Gran-Coupés kommst. Endlich mal wieder Dreizylinder fahren. Ja, das Fahrwerk ist mit den 140 PS nicht gerade überlastet und das liegt auch daran, dass unsere Reifendimension für ein Auto dieser Leistung üppig ist. Ja, 235er haben wir da drauf und zwar in der Dimension 19 Zoll. Das sind übrigens auch die größten Räder, die man bei BMW ordern kann für dieses Auto. Los geht's mit 16 Zoll Felgen in der Basis. Und auch das finde ich eben eine lustige Kombination. 235er mit so großen Schlappen, diese super Sportsitze. Das alles auf einen 140 PS Dreizylinder. So, wir sind noch auf Sport und ich glaube, Burgi wird jetzt mal voll ins Gas steigen. Ja, reißt einen nicht zum Hocker, oder? Nein, es drückt einen nicht in den Hocker. Also das habe ich bei BMW schon mal impulsiver erlebt. So, vielleicht haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, ein bisschen was über die Kurvenlage des BMWs herauszufinden. Hält wie ein Zug auf den Schienen, oder? Ja, das ist schon ganz gut gemacht, muss man sagen. Also das können sie gut. Wie gesagt, die Lenkung ist direkt, abgesehen von der Mittellage. Die ist auch nicht besonders schwer gegen jetzt im Sportmodus. Manche Hersteller machen das ja so, dass der Sportmodus einfach nur die Lenkung schwerfälliger macht. Ja. Und da ist das nicht so und das ist eigentlich ganz gut. Die Lenkräder von BMW, diese M-Lenkräder, die sind wirklich gelungen. Das ist eigentlich das Beste, was man sich nehmen kann. Die von AMG sind auch sehr gut, muss man sagen. Was echt gelungen ist, finde ich, ist das gesamte Bediensystem und auch das Infotainment. Wir haben hier ein 10,25 Zoll Display, habe ich das richtig gesagt? Ja, und da sind wir schon gut bedient. Ja, die Basis hat 8,8 Zoll und wir haben ja auch ein
digitales Dashboard. Die Basis hat ja eine lustige Mischung aus einem 5,1 Zoll Display und normalen analogen Rundinstrumenten. Ja, richtig, das ist aber der Bordcomputer, dieses 5,1 Zoll Ding. Jedenfalls displaymäßig sind die ja üppig ausgestattet und das Betriebssystem ist das BMW Operating System 7.0, also eigentlich das neue BMW OS. Richtig, und das hört auch auf Sprachbefehle, also wenn du sagst, hey BMW. Ja, das funktioniert wie immer hervorragend. Dafür ist es vorhin mal angegangen, wie ich eindeutig nicht Hey BMW gesagt habe. Hast du, glaube ich, Hey Golf gesagt. Und der Golf vor uns hat nämlich... Hallo, 100. Womit kann ich behilflich sein? Und das hat auch einen Grund, der Golf... Ich kenne deine Heimat... Na bitte, die ich liebe so Assistenzsysteme, die sich unvermittelt verrate einschalten. Verrate mir bitte erst den Ort. Na bitte. Die Materialqualität, kann man eigentlich sagen, ist wirklich in Ordnung. Ja, ich finde gerade für den Preis ist die Materialqualität... Gut, ich finde das komplett das ansprechend. Wie viel kostet eigentlich dieses Baby hier? Ja, es geht bei 32.700 Euro in Österreich los. Und wenn man die Automatik-Variante nimmt, oder besser den Doppelkupplungsgetriebe, sind wir bei 34.400 und ein paar zerquetschte. Ich finde, das geht noch immer recht in Ordnung, weil damit sind wir preislich lustigerweise relativ nah dran am Golf, der vor uns fährt. Preis ist Golfklasse, Auftritt. Würde ich sagen, ist eine Klasse darüber gefühlt. Übrigens, unsere Motorisierung, diese 1,5 Liter Turbo und 2 Liter Diesel sind nur mit Frontantrieb erhältlich. Und in Amerika gibt es ja auch noch einen 2,28er und der ist dann aber sehr wohl mit Allrad erhältlich. Ja, wir haben vorher über die Displays gesprochen. Eins haben wir vergessen, das Head-Up-Display, das ist nämlich groß. Das ist riesig, 9,2 Zoll. Und kann auch allerlei... wichtige Informationen anzeigen, nicht nur Verkehrsschilder, sondern auch natürlich die Navigation. Ja, und die Sportanzeigen, das habe ich besonders gern. Hast du eine Schaltanzeige für deine Schaltpedals? Soundmäßig hat sich der Dodo ja beschwert, der Dreizylinder, und auch ich habe gesagt, der Dreizylinder, das klingt ein bisschen, ja, nicht armselig, aber ein bisschen komisch. Wenn man diesen Dreizylinder-Sound ein bisschen übertünchen möchte, vielleicht sogar mehr als ein bisschen, dann kann man sich ja die Harman Kardon Anlage dazu bestellen. Die hat dann 16 Lautsprecher und 464 Watt. Ja, alles in allem muss ich sagen, sehe ich dieses Auto ein bisschen als verpasste Chance. Es hat dieses wirklich gute, wenn auch sehr straffe Fahrwerk. Das Interieur ist sehr hochwertig, das gefällt mir alles sehr gut. Auch die Bedienung gefällt mir wunderbar. Aber der Motor kann halt einfach mit dem Auftritt nicht ganz mithalten. Ja, da muss man einfach tiefer in die Tasche greifen, ja, und sich den 235X gönnen, wenn man das will. Oder man nimmt gleich den 3er BMW. Ja, was soll man zum 2er Gran Coupé sagen? In dieser Form hier, finde ich, ist es ein bisschen ein Poser-Auto. Nicht, dass 140 PS zu wenig wären, aber... Zum sportlichen Aussehen des Autos, finde ich, passen sie nicht ganz. Ein bisschen dieser Kuchen hier, der sieht auch spektakulärer aus, als er wirklich schmeckt. Ja, ist ein bisschen geschmolzen. Die Frage ist, ob mein Herz schmilzt für diesen 2er Grand Coupé. Ich muss sagen, in der Motorisierung leider nicht. Wenn er stärker wäre, hätte ich wahrscheinlich mehr Freude damit gehabt. Denn das Fahrwerk ist wirklich gut gelungen. Die Lenkung könnte vielleicht einen Tick schärfer sein. Sonst, ja, die Ausstattung ist auch schwer okay, also man kann sich da hochschrauben, was die Ausstattung anbelangt. Die Verarbeitung ist sehr gut, abgesehen vom Klang der Türen. Und Platz könnte auch ein bisschen mehr sein, aber wer das will, der nimmt sich sowieso einen 3er. Ja, Infotainment ist modern, die Bedienung ist eigentlich ganz übersichtlich. Dafür, finde ich, ist die Kombination einfach ein bisschen unharmonisch. Ja, und deswegen kriegt er von mir 3,5 Nusskrokante Kuchen, die geschmolzen sind. Das kann man kaum essen, muss ich sagen. Ja, 3,5 klingt fair. Mit einer stärkeren Motorisierung würde er es sicher in höhere Kuchenregionen schaffen. Aber so bleibt es halt bei 3,5. In diesem Sinne, Mahlzeit und bis zum nächsten BMW. Ja, und nicht vergessen, den Kanal abonnieren, damit wir endlich in den dreistelligen Bereich kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vorne gibt es einen USB-C-Anschluss und hinten USB-C. Du hast das genau verkehrt gesagt. Du hast gesagt, vorne gibt es einen USB-C-Anschluss. Nein. Doch, du hast gesagt, vorne gibt es einen USB-C-Anschluss. Nein, ich habe vorne gibt es einen.
Einen USB-C, egal, hast du gesagt. Nein, nein, wurscht. Ich schwöre, dass du einen USB-C gesagt. Vorne gibt es einen USB-C-Anschluss, USB-C-Anschluss, USB-C-Anschluss. Aber aussehen tut's halt auch. Oh, Fliege im Auge. Guter Kuchen. Die Hälfte hast du den Bord bekommen.